Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Videoreihe Finanzen einfach erklärt, in der die Sparkassenfinanzgruppe Hessen-Thüringen und ich euch das Thema Finanzen näher bringen. In diesem Video geht es um das Thema Geld sparen versus Geld anlegen. Das mag im ersten Moment nicht so aufregend klingen, es gibt aber viele interessante Möglichkeiten, wie ihr euer Geld nutzen könnt, damit es sich vermehrt und ihr irgendwann einen eurer Träume realisieren könnt. Also, seid ihr bereit, mehr zu erfahren? Auf geht's! Klär mir zum Einstieg erstmal, was eine Geldanlage ist. Eine Geldanlage heißt, dass ihr eine bestimmte Geldsumme nutzt, um diese zu vermehren. Das kann zum Beispiel durch ein Finanzprodukt der Sparkasse, durch Investitionen in Unternehmen, den Erwerb von Immobilien oder zum Beispiel von Aktien passieren. Doch was ist jetzt der Unterschied zwischen Geld anlegen und Geld sparen? Die Begriffe werden oft synonym verwendet, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Beim Geldsparen legt man das Geld einfach nur zur Seite, entweder kurzfristig oder langfristig. Dabei ist das Risiko, dass ihr euer Geld durch Schwankungen am Markt oder ähnliches verlieren könnt, in der Regel geringer. Aber die Rendite, also der Gewinn, inwieweit ihr mit Zinsen euer Geld vermehren könnt, ist auch niedriger. Beim Anlegen geht man ein höheres Risiko ein, hat aber auch die Chance auf höhere Rendite. Das angelegte Geld könnte sich auf Dauer deutlich vermehren. Was genau der Zinseszinseffekt an dieser Stelle ist, werdet ihr in einem der nächsten Videos erfahren. Schauen wir uns nun die verschiedenen Möglichkeiten des Geldsparens und des Geldanlegens an. Beim Sparen gibt es das klassische Sparbuch, das Tagesgeldkonto, das Festgeldkonto und den Bausparvertrag. Wenn ihr nicht wisst, was genau das ist, dann schaut doch in meinem ersten Video nach zum Thema Kontoarten. Beim Sparen ist es ja so, dass ihr Geld für die Zukunft zurücklegt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beginnen wir zunächst mit dem Sparbuch. Das Sparbuch bzw. Sparkonto ist die klassische Form des Sparens. Ihr könnt unkompliziert Geld einzahlen und Geld abheben und bekommt ab dem ersten Euro eine Verzinsung. Ein Sparbuch zu haben ist sicher und ihr könnt jederzeit monatlich 2000 Euro abheben. Eine weitere Möglichkeit ist das Tagesgeldkonto. Es ist eine komfortable Lösung, wenn ihr Geld kurzfristig parken möchtet. Damit habt ihr immer eine Reserve, falls unerwartete Ausgaben anfallen. Ihr könnt so das Geld sicher parken, ständig darauf zurückgreifen und es wird auch noch verzinst. Aber seid euch bewusst, ständig verfügbares Geld bedeutet weniger Zinsen. Zu beachten ist, dass ihr keine direkten Überweisungen tätigen könnt. Das Tagesgeldkonto eignet sich also perfekt als Ergänzung zum Girokonto. Außerdem gibt es die Möglichkeit, über ein Festgeldkonto zu sparen. Dort legt ihr einmalig einen bestimmten Betrag über eine vereinbarte Laufzeit an. Ihr haltet einen garantierten Festzins für die gesamte Zeit. Das heißt, euer Geld vermehrt sich von ganz allein. Während der Laufzeit könnt ihr nicht auf das Geld zugreifen oder den Betrag ändern. Hierzu mal ein kurzes Beispiel. Ihr legt 5000 Euro zu 2,5% über 2 Jahre an. Und mal kurz durchgerechnet, im ersten Jahr 2,5% auf die 5000 Euro. Was würdet ihr dort an Zinsen bekommen? 2,5% von 5.000 wären 125 Euro. Das heißt, ihr hättet nach einem Jahr insgesamt 5.125 Euro, ne? Nach Jahr 1. So, was passiert jetzt? Wieder 2,5%, allerdings jetzt auf die 5.125 Euro, da ihr jetzt euer Geld schon vermehrt habt. Sollte es jetzt auch mehr Zinsen geben, sprich, wenn ihr das jetzt ausrechnet, 2,5% von 5.125 wären 128,13 Euro, ja, die wiederum auf die 5.125 Euro draufkommen. Im nächsten Video auch zum Thema Zinsen mehr. Neben dem Festgeldkonto und dem Tagesgeldkonto gibt es auch den Bausparvertrag. Beim Bausparen spart ihr Geld, um in Zukunft in ein eigenes Haus oder in eine Eigentumswohnung zu investieren. Das Prinzip des Bausparens funktioniert so. In der sogenannten Ansparphase packt ihr über einen Zeitraum, zum Beispiel 10 Jahre, monatlich einen vereinbarten Betrag auf euer Bausparkonto. Darauf folgt die Darlehensphase, in der ihr ein zinsgünstiges Bauspardarlehen für den Traum von eurem Eigenheim bekommt. Das heißt, ihr bekommt das Geld geliehen. Es ist also eine perfekt planbare und sogar vom Staat geförderte Möglichkeit, euer Geld anzulegen. Da das Geld auf dem Bausparkonto gesetzlich abgesichert ist, gibt es eine geringere Rendite, also einen geringeren Gewinn, längere Laufzeit und begrenzte Flexibilität. Ihr wisst jetzt um die Möglichkeiten, euer Geld zu sparen. Doch wie sieht es eigentlich beim Geldanlegen aus?
Hier ist es wichtig zu wissen, was euch selbst wichtig ist. Legt ihr mehr Wert auf Sicherheit, eine hohe Rendite oder schnell auf das Geld zugreifen zu können, auch Liquidität genannt? Diese drei Faktoren nennt man das magische Dreieck der Geldanlage. Und neuerdings wird das magische Dreieck um das Thema Nachhaltigkeit erweitert. Das macht das Ganze dann zu einem magischen Viereck. Bezüglich nachhaltiger Geldanlage sprecht doch einfach mit eurem Finanzinstitut. Beim Anlegen stehen euch Optionen wie Wertpapiere, Edelmetalle oder Immobilien zur Auswahl. Ich möchte euch noch einen kurzen Einblick in das Thema Wertpapiere geben. Wertpapiere können Aktien, Fonds, Zertifikate oder Optionsscheine sein. Die unterschiedlichen Arten von Wertpapieren haben unterschiedliche Risiken, Laufzeiten und Chancen auf Rendite. Ab 25 Euro im Monat könnt ihr zum Beispiel bei Interesse in einen Sparplan investieren. Also ihr habt gemerkt, das Thema ist sehr umfangreich und nicht gerade unkompliziert. Aber wir haben gelernt, dass es einen entscheidenden Unterschied zwischen Geld sparen und Geld anlegen gibt. Wie immer, überlegt euch gut, was ihr mit eurem Geld machen wollt. Möchtet ihr das Geld beiseite legen? Möchtet ihr jederzeit auf das Geld zugreifen? Welches Risiko seid ihr für eine höhere Rendite bereit zu tragen? Für eine ausführliche Beratung könnt ihr jederzeit einen Termin bei eurem Finanzinstitut, zum Beispiel der Sparkasse, vereinbaren. Wenn ihr noch mehr über das Thema Geld sparen versus Geld anlegen erfahren wollt, dann schaut doch beim Sparkassen-Schulservice oder auf finanzenmitdanieljung.de vorbei. In meinem nächsten Video werden wir uns mit dem Thema Zinsen beschäftigen. Also, bleibt gespannt. Bis bald. Ciao.